Moin Leute, willkommen zurück zu einer Runde FIFA 13 Karrieremodus mit mir, nee, mein Host. Da heute ist der 13.14. Morgen kriege ich, nee, der 14.6. Freitag, und morgen kriege ich endlich mein zweites Gehalt. Und da habe ich gerade angefangen, die Aufnahme zu starten. Da kriege ich auch schon wieder eine Nachricht. Ey, das gibt's nicht. Immer wenn ich aufnehme, kommt eine Nachricht. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Oh, da bin ich wieder. Und ja, jetzt hoffe ich mal geklärt, wenn ich jetzt eine Nachricht kriege, jetzt gleich, dann lasse ich's. Und wenn ich die ganze Zeit irgendwie so Nachrichten bekomme, dann werde ich nachgucken. Aber bei einer Nachricht, nee, werde ich nicht nachgucken. Und zwar, eben, wo ich hier Karrieremodus gestartet habe, nicht wo, nicht Karrieremodus, wo ich FIFA 13 gestartet habe, kam auf einmal, lokale Daten werden gelöscht oder sowas. Und noch irgendwie eine andere Auswahl. Und dann musste ich eins anklicken, damit ich überhaupt hier FIFA starten konnte. Starten können. Und dann war auf einmal hier mein Karrieremodus weg von gestern. Von gestern war es, genau. Und da habe ich ja ge gegen Werder Bremen 5-0 gewonnen. Und gegen Inter Mailand habe ich 0-2 verloren. Und jetzt habe ich gegen Inter Mailand, nicht gegen Inter Mailand, gegen Werder Bremen simuliert, da habe ich 3-1 gewonnen. Ich hab bestimmt 10-mal simuliert, weil ich eigentlich mindestens 4-0 haben wollte. Also ich habe 5-0 gewonnen. Und dann kam ganze Zeit etwa ein Unentschieden, 1-1, 0-0. Dann kam auch einmal 0-2 gegen mich, gegen Werder Bremen, obwohl ich Spiele nur über 85 eigentlich habe. Und ja, dann hat mir ein 3-1 gereicht, dann hatte ich keinen Bock mal nach einem 10. Mal oder sowas. Und gegen Inter Mailand habe ich das dann simulieren lassen, und diesmal habe ich 1-0 gewonnen. Also ich habe den Pokal gewonnen, weil ich lasse mir das nicht geben, ich lasse mich hier vom FIFA nicht verarschen, ey. So, das sollte ich jetzt einfach mal los abblasen hier oder ablästern. Und dann gehen wir auch gleich mal ins nächste Spiel gegen Hannover. Hannover 96, ich weiß gar nicht, auf welchem Platz sie jetzt sind. Ich mit meinem Heimtrikot und Hannover mit Auswärtstrikot. Was haben wir denn als Startelf hier? Alaba gehört nicht hier. Zum Mittelfeld, da gehört Jefferson Farfan rein. Oh, Javi Martinez ist nicht mehr verletzt. Das machen wir so hier. Kedira kann auch mal draußen bleiben noch. Lars Bender ist auch noch verletzt. Okay. Was hatte Hummels 88? Ja, hatte er nicht vorher 87? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gegen Profi ist klar. Ich überprüfe nochmal hier die Einstellung. Und ist alles okay. Dann legen wir aber gleich mal los. Und von Robert Zieler haben sie im Tor. Ganz klar. Eine 4-4-2-Aufstellung, genauso wie bei mir, glaube ich. Ganz sauber. Hier in die Mitte. Klack. Oh, es hat sich schon fertig geladen. Ich mache mal bei meinem Headset hier etwas lauter. Ich finde die Musik zu geil. Damit ich mich nicht so sehr höre. Der Trainer scheint dem Neuzugang heute seine erste Chance geben zu wollen. Dann drücken wir ihm doch mal die Daumen. War Frau Grimmeri nicht schon beim ersten Spiel drin oder was? Also ich habe schon mitten zwischen Fans gesessen, die mir Prügel angedroht haben. Das ist ja komplett anders. Ja, das ist ein Logenplatz hier, aber das macht richtig Spaß, das macht Appetit auf das Spiel. Blödes Regenwetter. Meine Aufstellung, so wie immer eigentlich.
Gegnerausstellung. Abdelauer ist auch drin. Silva Pinto auch. Ron Robert Zieler. Es regnet. Ah, nicht gut. Torfabrik. Und da wollen wir auch gleich mal losgehen in dieses Spiel hier mit Lewandowski. Wieder Anstoß mit Benzema und los geht's, Jungs. Benzema hier ganz nach unten. Wir wollen immer am Anfang versuchen, Druck auszuüben. So. Es gelingt bis jetzt gut. Lewandowski. Lewandowski, und das ist schon der erste Schuss hier. Komm, erkämpf ihn dir. Nein, leider nicht. Ja, nice gemacht, Müller. So muss es sein, Jungs. Ich liebe euch einfach nur. Ich liebe euch einfach nur. In Mainz steht es 1-0. Weg, Frank Ribéry. Ja, das ist so ein... Das war nicht sehr schlau, von da abzuziehen. Und bekommt er ihn? Ja, Mira. Schon 1-0 in Hamburg auch. Flanke, der kommt. Nicht gut. Jefferson fahren, will sich den Ball erkämpfen. Er kommt. Er nimmt den Ball ab. Gegner immer noch im Ball. Trotzdem gut gemacht hier. Und Jefferson fahren. Hey. Ballbesitz für Bayern München. Jetzt. Franck Ribéry. Ah, schade, er hat ihn direkt angenommen. Das ist nicht der Sinn dieses Angriffs. Der Gegner hat sich die Kugel bereits wieder erobert. Dante kommt, der Ball kommt hoch, der Ball kommt gefährlich und Pfosten, der Ball, Abstoß. Hier nochmal die Möglichkeit für die Hannover 96, da, Schuss, Pfostentreffer, die beste Möglichkeit bis jetzt in diesem Spiel. Zu Dante geht der Ball. PP. Der Ball kommt gut auf Müller, Thomas Müller. Ah, der Ball kommt nicht durch. Jetzt der Gegner will schnell kontern. Das gelingt ihm auch bis jetzt. PP, keiner kommt dran. Dante muss kommen. Dante bekommt. Der kommt gut. Wieder die nächste Chance für Hannover 96. Ah, da ist Karim Benzema. Ah, schade. Da hast du Karim Benzema da noch dran gekommen. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Was ist denn jetzt los? Hä? Wie geil! Hä? Wo war denn hier Abseits? Wo Abseits ist. Schweinsteiger, unten muss jemand kommen. Zu spät. Benzema. Keiner bietet sich großartig an, noch da unten. Schweinsteiger. Jefferson fahren. Und dann die Lücke finden. Das ist jetzt die Parole. Schön das Spiel auf die Flügel verlagert. So sieht ein Pass aus. Puh, faul. Gelbe Karte. Ganz klar. Das Silva Pinto kriegt die gelbe Karte hier. Und wie geht das Spiel weiter? Mit einem sehr, sehr gefährlichen Freistoß. Das gibt eine gute Gelegenheit. Benzema. Jetzt kommt Benzema. Wir nehmen Schweinsteiger. Wo ist Schweinsteiger? Da ist er. Jetzt wollen wir ein Freistoßtor sehen von ihm. Der ist zu fest. Da! Nein! Ich hab gedacht, er wird drin. Ganz knappes Ding hier. Geht zwar ins Außennetz, aber ist nicht schlimm. Jetzt war die fast die 1-0 Führung, aber das Spiel ist noch nicht zu Ende. Schweinsteiger hier wieder. Der Freistoßschütze. Ah, er rennt nach vorne, ohne irgendwie nachzudenken. Ist gut gemacht. Müller! Distanzschuss leider nicht erfolgreich.
hat Schuba, schöner Kopfball hier. Ja, kommt durch, aber nicht so perfekt zum Mitspieler. Nein. Ribéry. Ja, komm. Was ist denn jetzt los? Abseits. Ja, okay, abseits. Ich habe ihn zwar nicht berührt, aber egal, ist abseits. Bei Computer ist das so. Wollen wir jetzt nicht weiter drum herum reden. Abseits und okay. Er hat hier gleich wieder einen Kopfball gewonnen. Benzema zieht ab. Oh, der Gegner versucht es mit langem Pass, der ist auch erfolgreich. Da ist die nächste Möglichkeit. Was ist denn jetzt los? Wieder Abseits. Ja, auch ein Abseits. Zwar nicht so heftig wie bei mir, aber egal. 0-0, trennen wir uns. Absolut, allerdings noch mit relativ wenig Risiko. Da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Da jetzt nochmal die Möglichkeit. Die erste Möglichkeit in diesem Spiel. Danach hat der Gegner deutlich viel mehr Druck abgebaut oder aufgebaut. Hier Beispiel der Pfostenschuss. Danach kamen noch ein, zwei Möglichkeiten. Hier die Möglichkeit auch nochmal. Jetzt die nochmal von mir. Okay. Bis jetzt eigentlich ist es für beide Mannschaften, so wie ich finde, ein gutes Spiel. Gute Möglichkeiten, aber werden sie nicht genutzt. Der kommt noch. Tanz ist wieder da. Auf diesen nassen Boden hier kann man schön rutschen. Das kann sich vielleicht gut anbieten für Gretchen hier. Der Ball kommt. Der Ball kommt. Der Ball kommt. Ist zu rutschig auf dem Boden. Schön gemacht von Frank Ribéry, aber immer noch nicht im Ball. Und das macht er richtig gut. Ah, da fault der Laufball, dann sieht ihn, aber ist nix. Da kommt der Möglichkeit! Da stand noch mal ein Spieler dazwischen. Das war eine gute Möglichkeit, eine ziemlich gute Möglichkeit. Jetzt den schnellen Konter, wir müssen ihn ausführen. Stuttgart führt inzwischen 1-1, 1-0. Ah, was ist los? Warum ist er kurz gestoppt? Ah, nein! Ja, nein, wo schießt er hin? Wo macht er denn du und so? Warum machst du denn da so ein komischer Pass? Nein! Da wäre die Möglichkeit gewesen. Gut, 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 nein, wo köpfe ich hin? Scheide. Ich meine, scheiße natürlich. Lewandowski ist auch schon hier etwas erschöpft. Aber ein bisschen muss er noch. Ribéry. Wo macht er hin? Wo macht er hin? Wo macht er hin? Lewandowski. Nein, nein! Ah, was macht er denn? Foul. Weiter geht's. Martins. Hamburg führt 2-0. Hier steht's immer noch 0-0. Aber ich sag noch, hier passiert noch was. Hier passiert noch was. Hier passiert noch was. Hier passiert noch was. Knapp, knapp. Der Ball ist noch heiß. Jetzt ist der Ball etwas entschärft. Jetzt Bayern mit der Kontermöglichkeit. Ah, der ist zu direkt. Ey, was soll ich machen? So, jetzt will ich auch mal gleich meine nächste Möglichkeit auswechseln. Die Amira ist auch noch hier ganz schön ausgepustet. Benzema. Lewandowski hat mich nicht so überzeugt.
Javi Martinez kommt Thomas Müller. So. Bastian Schweinsteiger stört und holt den Ball. Lewandowski. Ey, das gibt's nicht, Jungs. Warum kriege ich den Ball nicht mal, nachdem die den Ball abgenommen haben? Wenn ich den Ball, wenn die den Ball abnehmen, haben sie es sofort. Aber wenn ich ihn abnehme, dann sind sie immer danach oder geht Einwurf. Das gibt's nicht. Bram. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Oh, 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 oh. Unterstützung von den Kollegen. Ball wird abgefälscht. Oh, 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 oh! Knapp! Einundachtzigste Minute, da muss doch noch was gehen hier. Wollen wir uns nicht mit einem Unentschieden hier trennen? Ach nein! Ach Mann, das gibt's doch nicht! Was fick dich doch? Warum sind meine Mann verletzt? Ey, das regt mich so auf, Jungs! Oder Mädels, wie auch immer. In jedem Spiel ist mindestens ein Spieler von mir verletzt. Ich weiß auch nicht warum. Schweinsteiger am Ball. Ribéry. Mandzukic. Nein. Das wird ein Unentschieden. Los, Dante, er kämpft in dir. Er bringt einen neuen Spieler. Stark gemacht. Jetzt muss ich langsam mal den Ball hier vorne, nach vorne, sonst... Jo, hallo? Ah, schon wieder. Ah, jetzt. Oh, wo soll das denn hingehen? Mann, Gott, ey. Das ist der Schlusspfiff und es bleibt beim 0:0. Das war eine knappe Sache, Buschi. Eine wirklich knappe Sache. Es ist eigentlich verdient, dass hier keiner gewonnen hat. Jeder hat seine Chancen. Okay. 9:0 treffen wir uns in dem zweiten Ligaspiel hier. Nochmal die erste Möglichkeit, aber Bart Stuber, der Spieler des Tages. Weiter. Ja, okay. Weiter, weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sag bis gleich, weil ich nehme gleich weiter auf. Bis gleich.